Ui, so, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft The Tunnel. Wir buddeln uns ein bisschen weiter und ja, ich habe ein paar neue Texturen ausprobiert. Majestätica, Sensekraft und jetzt benutze ich den Persistenze. Also der gefiel mir bisher am besten. Der Sensekraft ist gut ressourcenschonend, also für schwache Rechner gar nicht so schlecht. Majestätica, ja, wenn man das sehr mittelalterlich mag, dann ist das okay. Aber ich muss so ein Mittelding haben. Also habe ich Persistenz mal genommen. Ich hoffe, das sieht auch draußen gut aus. Ich habe bisher nur hier einen Tunnel gesehen. Augenblick. So, und ja, das sieht ganz ordentlich aus eigentlich. Oh, der ist im Ofen schon fertig. Also, das fehlt Kohle. Also da noch ein bisschen Kohle reinschubsen. So. Ja, das sieht aber schon ein bisschen Ressourcen. Oh, hier ist ein Eisen fertig, das ist gut. Noch mehr Eisen fertig, das ist noch besser. Weil ich muss ja auch neue Spitzhacken bauen. So, wo ist Dickies? Und ja, ich habe ein ganzes Stück weiter gebaut, wie ihr seht. Also von da kamen wir und da geht es hin weiter. Und ich müsste eigentlich hier den ganzen Kram wieder nach vorne verlegen. Zum zweiten Mal heute, aber das mache ich jetzt nicht. Was wollte ich? Achso, Werkzeug. Ich brauche Werkzeug. Wo ist mein Crafting Table? Da ist es. So. Habe ich keine Stickies eben eingepackt? Doch, da sind sie doch alles da, alles da. So. Ja, gut, so viele will ich nicht bauen. Ich nehme nur zwei Stück erstmal. Und eine Schaufel brauche ich. So, eine Schaufel einstarten und dann kann es losgehen. So. So, Hintergrund läuft Operation. Hoffe ich, das stört das nicht. Das guckt gerade mein Sohn. Der ist krank und liegt da. Was denn? Ich spreche hier mit dem mit diesem Video hier. Wieso fehlt hier was? Ich glaube, habe ich freigelassen. So. Okay, wir bauen jetzt ein bisschen weiter an den Tunnel, weil es viel Spaß macht. Ich nehme noch ein bisschen Stein mit. Und das Eisen lasse ich hier. Wie bitte? Okay. Das ist, ja. Okay. Das ist nicht mein Problem, unbedingt gerade. So. Das packen wir mal hier rein. Das schmeißen wir mal hier wieder rein. Und dann gehen wir weiter. Aber wir können noch ein bisschen nach Diamanten gucken. Ich nehme mal Wasser mit. Können wir noch ein bisschen nach Diamanten gucken gehen. Ich habe da noch was gesehen, wo wir noch ein bisschen reindackeln können. So eine kleine Höhle. Hüpfen wir ein bisschen schneller. Also ein Schlafplatz hier von meiner Verstärkung. Aber auch dieser Platz muss weit nach vorne gelegt werden bald. Wir sind schon wieder ein ganzes Stück weitergekommen heute. Aber ich finde es ja auch schön hier mit den Fackeln und so. Das finde ich toll. Und was ich nicht so gut finde, ist die Leiter. Immerhin hat es jetzt die Leiter der Textur, aber leider zweidimensional. Der nächste, der stören kommt. Hallo? Will? Du störst. Ja. Wer macht da Geräusche? Ich höre Geräusche, mehr nicht. So, ich mache jetzt mal weg hier. Ich rede mit diesem Computer hier. Ja. Wie wen denn sonst? Mit gar keinen. Ich rede alleine. Ich rede mit mir selber. Das mache ich immer so. Ah, guck mal, der ist schlau. Der hat's geschnallt. So. Das wird wieder sehr spannend, vor allen Dingen das Video. Ganz halt wieder ein Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Ja, das ist in der Tat komisch. Finde ich auch komisch. So. Das ist ja. YouTuber müssen aber auch ein bisschen geistig verwirrt sein, meine ich. Sonst geht das auch gar nicht. Normale Menschen würden sowas gar nicht tun. So. Das ist langweilig. Aber Frau Fürst jetzt die ganze Zeit jetzt nerven, mir erzählen, wie komisch das alles ist. So. Ah, die Zähne, schneide ich nicht raus. Keine Lust rauszuschneiden. Das sieht voll cool aus. Was? Was denn?
Ah, okay. Wo denn? Das. Also, ich habe ein neues Texturpaket. Schön, ne? Wie schön das hier aussieht jetzt. Ja. Schön. Textur. Ich mag schöne Texturen. So. Huch, hier ist es oben. Werde ich unten weiter machen. Ich wollte eigentlich in eine Höhle. Irgendwo war noch eine Höhle. Wo war die? Da kommen wir gleich noch zu. Dann gehe ich da gleich mal ein bisschen rein und ein bisschen Diamanten stehlen. Ja. Nein, das kriege ich alles. So. Ich werde Diamanten finden. Ich will Diamanten finden. Ah ja, ich habe übrigens hab ja verzaubertes Schwert jetzt hier. Guck mal, ich war ein bisschen in der Außenwelt und habe ein bisschen rumgezaubert. Ich glaube, dazu habe ich kein Video gemacht. Habe ich dazu ein Video gemacht? Ich glaube nicht. Ich war draußen, habe hier meine. Du warst offline, wie immer. Warst du offline? Warum warst du nicht am PC? Da war zu spät, da hast du geschlafen. So. Ich mache nämlich gerne eigentlich Aufnahmen nachts, dann habe ich dieses Gequassel nicht im Hintergrund. Ich lasse die Chips und es geht weg. Weißt du, nimm doch auch mal Chips erstmal. Aber ich tue sie nicht wieder unter dein Bett oder so. Huch. Aha. So. Ja, gut. Wer wird denn dessen glauben? Was? Halt nix. So, ich mache jetzt schön weiter. Schön Steine kloppen. Und gleich kommen wir hoffentlich zur Höhle und dann gehen wir mal ein bisschen da rein und hoffen, ein paar Diamanten mitnehmen zu können. Allerdings ist das ziemlich gefährlich. Da gucken nämlich ziemlich viele Creeper rum. Na? So, siehst du zu ihrer Freundin hin. Ja, helfen, arbeiten irgendwie. Hamburg. Ja, ich weiß, ja. Das wollte ich jetzt nicht. Oh, hier ist Eisen. Eisen mitnehmen. Hey, Eisen, meins. Alles meins. Schön Eisen mitnehmen. Hey, schön, 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 schön. Erstmal die Beweise vernichten. So. Dann kann er sehen, dass ich hier was mitgenommen habe. So. So, wo war jetzt die Höhle? Habe ich sie versehentlich zugemauert? Nein, die kommt noch, ne? Kommt die noch? Ich hoffe, die kommt noch. Und zwar, was? Fressack. Wo bleibt die Höhle? Dann muss doch gleich mal kommen, die Höhle. Ich will Diamanten haben. Ja, du wirst sterben. Das ist nämlich eine ganz böse Höhle. Ach, hier geht's hoch. Hier war ich auch noch nicht. Mal gucken, was hier oben war. Aber hier oben, wenn wir keinen Diamanten finden, das viel zu weit oben ist. Oh, das ist schon mal Gold. Das ist schon mal nicht ganz verkehrt. Ich muss hier meinen Weg markieren. Da waren wir auch schon mal. Ach, da unten der Tunnel da weitergeht, oder? Hier ist Kohle. Hier ist Gold. Das können wir einfach mal aus der Wand holen hier. Gold können wir gut gebrauchen für goldene Äppel. Oh, da ist schon die erste Spitzhacke hin. So, und hier ist Kohle. Nehmen wir mal mit, die Kohle. Weil die ganze Zeit nur einen Tunnel hacken, das ist ein bisschen sehr langweilig. Deswegen gehe ich dann auch gerne einfach mal bisschen in die Minen. Und hier haben wir schon das erste Problem, nämlich Lava. Sehr heiß. Ich mag das nicht so heiß, deswegen werden wir es mal ein bisschen abduschen. Ah, schön. So, machen wir uns natürlich hier eine Fackel hin, damit uns hier nicht ein Creeper spawnt. Und guck mal, hier haben wir Gold, Eisen, alles. Und Redstone. Ey. Ach, Redstone habe ich mir den falsches Werkzeug genommen. Eben meine Spitzhacke nehmen müssen. Sind wir mit. Da oben geht es auch noch weiter. Ach du Scheiße. So, das ist auch noch Gold. Das nehmen wir mit. Ja, entschuldigt mal die Unterbrechung eben hier, diese Diskussion, warum und weshalb ich mit wem rede. Das ist für Außenstehende nicht immer so nachvollziehbar, wenn ich hier so vor dem Mikrofon hocke und mit mir selber rede. Eigentlich mit euch, aber das.
erschnallen dann so einige nicht sofort. Aber hier ist noch Kohle, das nehmen wir auch mit. Kohle, ich mag Kohle. Problem ist, dass wir hier oben auch noch ein Höhlensystem haben. Oh, ist da viel Kohle. Verdammte Scheiße, ist da viel Kohle. Kohleabbau ist übrigens eine einfache Art, um auch an Punkte heranzukommen. Alter Schwede, hört das mal auf hier mit der Kohle. Ist ohne Ende Kohle hier. Alter Schwede, ist da viel Kohle. Ich hab da jemanden gehört. Ich höre Stimmen. Sie haben wie Dorfbewohner. Das sind NPCs. Aber ich glaube, es ist eher ein Zombie, ja? Da bestimmt nichts Nettes sein. Da oben. Ich mach da oben mal zu, dass die mir nicht im Kopf fallen hier. Na komm. So. So. Ja, wenn sie uns nicht im Kopf fallen, das mag ich überhaupt nicht leiden. Wenn sie unerwartet von oben herunterpurzeln. Dann eine Lava stoßen. So. Das noch. Holen wir mit. So. Hier müssen wir noch mehr Lava löschen. Ist mir noch zu heiß hier. Na komm. Ah. So, jetzt habe ich es. Muss hier mal alles löschen. Müssen wir noch die Fackel anbringen, sonst. Zumindest ziemlich schnell im Dunkeln. Hier alles löschen. Nicht wahr? Aha. Löschen wir hier mal. So, und dann nehmen wir natürlich unsere Spezialspitzhacke. Und dann holen wir das hier mal runter. Das ist aber kein Diamant, das ist hier. Wie nennt sich das? Ah, vergessen wir den Namen. Aber das brauchen wir zum Verzaubern unserer Werkzeuge. Das ist also schon mal nicht ganz schlecht. So. Aber kein Diamant halt. Ich hätte ja schon gern Diamant gehabt. Hier ist nochmal Eisen. Das sollen wir wieder normale Spitzhacke abbauen. Das ist nochmal Redstone. Dann schütten wir hier mal nochmal Wasser aus. Ja. So. Und auch hier. Wir müssen auch hier Licht anbringen. Immer schön rechts. Das können wir das mal runterholen hier. So. Ja, auch nichts, was auf Diamanten hindeutet. Sieht ja ganz dunkel aus hier. Ist auch noch mal eine Höhle. Ja. Bin ich auch nicht wirklich weiter. Aber ich soll das wieder zumauern, ne? Ja, ich höre das schon oben klimpern da. Das Skelett, das machen wir mal zu. Hier nicht gestört werden. Wenn ich hier so rumturne. So, da aus der Ecke das Eisen rausholen. Das können wir mal machen. So. Das nehmen wir alles mit hier. Mir schon gedacht. So. Jetzt hier blubbert unter meinen Füßen. Ich merke das auch, wie ich so richtig warm werde. So, da geht's weiter. Okay. Na super. Ah ja, das wird schon gut, machen wir es mal damit. So. Da machen wir es auch weg. Blablabla. Wir packen hier rechts anbringen natürlich. Da geht's hoch. Und hier haben wir auch nochmal Lava.
So, ich muss hier unbedingt Licht anbringen. Sonst habe ich hier unfreundliche Gäste hier. Oh, hier geht's runter. Aber auch kein Diamant in Sicht. Nee, aber ich habe Redstone nochmal, wenn es so wird. So. Da ist mal Kohle. So, es geht immer schneller. Muss ich mal runterholen hier. Immer nicht so. Das ist verschwenderisch, dekadent, aber wenn ich hier im Wasser herumschwimme, stört mich das so ein bisschen. Ich mache jetzt mal eben hier mit schnell weg. So. Habe ich ja gute Hoffnung, hier irgendwie gleich Diamant zu finden. So. So. Irgendwo runter, ohne uns hier die Knochen zu brechen. Und auch wieder raufkommen. Ja, schon wieder Stimmen. Viele Geräusche. Huch. So. Das nehmen wir hier mal mit. War jetzt ganz normal, eine Spitzhacke. Kohle kann man nicht genug haben von. Da wir ja noch ziemlich viel Stein brennen müssen. Nehmen wir mal ordentlich was mit von, ne? So. Auch da bietet sie auch gleich direkt Eisen noch an. Das ist ja sehr geil. So. So. Also hier können wir auch noch runter. Das haben wir jetzt ja vorbereitet. Ich muss auch ein bisschen Licht machen hier. Aua! Hey, du Arsch! Ja, das meine ich. Wo kommt der her? Ah, von da oben kommen die runter, ja. Halt doch, sag da. Wenn irgendwo ein Loch ist, da fallen die dann runter wie faules Obst, ne? Ja, ihr kleinen Schweine hier. Ich sehe ja nicht. Na komm. Zack, zack, so. Zu. Dann können sie uns nicht mehr belästigen. Und ich kann da weitermachen, wo ich aufgehört habe. So, zack, zack. Das Eisen nehmen wir natürlich auch mit, wie sich's gehört. Hey, hopp. Und ich sehe irgendwo Diamant. Ne, Lava ist dafür da, jede Menge. Will zu mir kommen. Haha, Arschkarte. Hä? Können die noch irgendwo rauskommen? Nee, ne? Nein. So, wenn wir mal hier. Oh, das Redstone. Redstone ist schon mal nicht ganz verkehrt. Das ist zwar nicht super toll, aber okay. Kann man ja mitnehmen. So, weiter geht's. Wir wollen weiter. Vielleicht kommen wir nochmal auf Diamant hier. Nein, auf Lava kommen wir. Ja, super. Da geht's Lava. Das ist heiß da. So eine Ebene höher gehen. Ist, glaube ich, ein bisschen zu tief. Gehen wir mal hier butteln. So. Uah. Achso, da unten habe ich schon gebuddelt, deswegen ist das hier. Upp, Entschuldigung. Schneide ich nicht aus. So. Bin ich zu faul zu. Das ist mir zu aufwendig. Da haben wir noch einen riesen Lavasee hier. Am Start. Ah ne, das ist so ein. Ah, so. So. Und da ist Diamant. Weg. So, das Diamant. Hey. Oh, nicht viel. Aber ein bisschen. Besser als nichts, ne? Besser als nichts. Vielleicht in dieser Ecke noch ein bisschen. Ah, da ist noch mehr. Richtigen Instinkt gehabt. So. Da ist noch mehr Diamant. Ah, was soll denn das? So, aber mehr ist da nicht. So. 5 Diamant. Das ist ja schon, sicher schon mal gelohnt, ne? 5 Diamant ist schon mal nicht ganz verkehrt. Ob wir noch mehr finden? Hm. Ja. So, hier ist nichts weiter, ne? Nein, das war's. Diamant.
Okay. Noch ein Eisen hier unten. Aber kein Diamant. Haha, gefährlich. Haben wir gedacht, dass da unten wieder Lava ist. Ja. Ja. Ah, das hat keinen Zweck, dass wir dann alles runterfallen, die Lava. Jo. So. Okay, wir machen das hier zu. So. Und sonst noch was, wo wir buddeln könnten? Vielleicht hier mal so abräumen, vielleicht hier irgendwo was versteckt. Was ist für Erde hier? Also viel Erde hier, ist ja unglaublich. Wie viel Erde hier? Aber kein Diamant. Okay. Schade. Ich will Diamant. Ich brauche noch mehr Diamant. Kohle. Und ja, wir füllen das hier auch mal auf. So. Natürlich muss hier Kackwerbung im Hintergrund laufen. So. Ach nee, doch nicht. Auch noch mal was hier rum mit Aliens. So. Da machen wir zu. Ist da? War ich hier schon? Ich glaube, hier habe ich schon geplündert, ne? Hier habe ich schon geplündert, oder? Hier so links. Okay, hier ist nichts. Oh doch, hier ist Redstone. Hey, Redstone. Ja, ist Redstone. Nur Redstone, ne? Schon alles? Schon alles, das war's schon. Okay. So, nehmen wir mit. Haben wir, wenn wir hier nicht finden. Dann gehen wir nochmal hier. Gehen wir noch hier lang putteln. Ich weiß gar nicht, wo ich herkomme jetzt. Wir sollen auf jeden Fall unsere 5 Diamanten in Sicherheit bringen. Und da ist wieder Lava. Oh ja. So, hier waren wir auch schon. Okay. Und hier ist auch nochmal Lava. Noch ein Lavasee hier. Großer Lavasee. So. So. Okay. Das ist hier auch ganz schön fragmentiert hier. Soll man klarkommen? Das ist, oh oh. Ja, sehr gefährlich hier. So. Oh, mein Werkzeug ist hin. Also das war's erstmal. Dann sollten wir erstmal wieder gehen. Das ist auch nochmal ein Lavasee. Den lösche ich auch mal eben ab. So. Hier reingehen. Ah, oh, sicher wird nicht. War nicht ganz umsonst. Wir können ja Redstone nochmal mitnehmen. So. Das Eisen nehmen wir auch mit. Ah, nee, ich habe ja kein Werkzeug mit. Muss ich damit abhacken. Das mache ich nicht so gerne. Eine schöne Spitzhacke hier. Oh. Das habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Und das Wasser her, das werden wir mal abdichten, hier das Wasser. Aha. Nehmen wir auch mit. Huch, da sind wir hingeflogen. Wow, hier ist ganz schön was los hier. Ja, ja, war klar, dass der zu mir will. Ungefährlich. Renn. Das ist ein schlechter Schütze. Oh. Nochmal Redstone. Das muss ich ja nochmal mitnehmen. Tut mir ja leid. Oh. Hä? Wo
Wo habe ich den Stein jetzt hingesetzt? Da habe ich den Stein hingesetzt, okay. Das ist ja schlau von mir. So, und die Lava kann ich auch mal Einhalt gebieten her. So. Okay. Pilze kann man mitnehmen. Und lecker Süppchen draus machen. Das ist wichtig, dass wir uns hier die Nahrung erhalten. Aber ich muss jetzt erstmal hier raus. Wo kam ich denn? Und da kam ich nicht. Da geht es auf jeden Fall tierisch tief hinein noch. So, ich sollte was essen. Und habe nichts Essen mitgenommen. Das ist natürlich sehr schlau von mir. So. Und wo kam ich denn jetzt? Die Fackeln müssen links sein. Hier geht's hoch. Hallo, wer bist du denn? Ah, oh, nämlich hier wird angezündet, die Sau. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Fackeln müssen links sein. Das ist eine Fackel hier in der Mitte. Na super, kann alles bedeuten. Ah, da hinten wartet jemand auf mich. So. Ich gehe jetzt hier durch. Hm. Okay, wir haben es aber geschafft. Wir haben es rausgeschafft. Ich hoffe, ich gehe jetzt in die richtige Richtung. Gehe ich jetzt in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir gehen in der falschen Richtung. Ja, ja, falsche Richtung. Scheiße. Kein Kompass mit. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss. Puh, ich weiß es nicht. War es doch richtig? Ich weiß es nicht. Nee, ich gehe wieder zurück. Schauen wir mal. Das ist auch eine tierische Höhle. Hier auch. Ah, ich habe keine Kraft mehr, um zu laufen. Ich muss leider gehen. Dann kann es ein bisschen dauern jetzt. Ich will noch ein bisschen. Ah, ich kann noch bis rausgequält. Hopp. So. Ja, da haben wir unsere Actionrunde schon hinter uns. Dann gehen wir wieder ganz normal stumpf Steine kloppen. Was ist los? Vor der Kiste eingeschlafen, oder wie? Oh Mann, ist unsere Kiste weit weg. Oh, werden da Müll liegen lassen? Haben wir das? So. Ich habe gleich auf die Uhr geguckt jetzt, so eine Scheiße. Aber ich mache nicht so lange, weil das Tunnelgeschichte ist dann doch ein bisschen sehr trocken. Da kann ich nicht so ein langes Video von machen. Das war's, das sind wir total ausgepowert. Dann schmeißen wir erstmal hier Gold rein und Eisen rein. Und dann brauchen wir auch wieder neue Steine. Auch noch mehr Steine, so. Dann Plunder wandert hier rein. Hopp, 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 hopp. Das auch erstmal Plunder, so. Dann hier die Diamanten. Fliegen hier rein. Jetzt haben wir schon 12 Stück. Das ist gut. Hat sich echt gelohnt, die Runde. Und ja, die Steine, die wir zu viel haben, tun wir auch hier rein. So. Achso, unsere Snackkiste. Wo ist unsere Snackkiste? Ja, da. So, da kommt das Rottenfleisch. Das Rottenfleisch ist ja, weniger für mich, sondern mehr für die Wuffis. Das sammle ich auch mal schön. Mal Hundefutter sammeln. Und Knochen kann man für vielerlei Sachen brauchen. Ne? Aber Hunde zu tamen und zu anderen. Felder zu begrünen und was auch immer. Es geht doch. Mehr haben wir auch noch die Champignons noch dazu. Da können wir noch eine Suppe bald machen. Champignonsuppe hier haben wir mal hier. Und das ist auch ganz schön Action-lustig dabei bei Opa Zero. Er hat ja Alien angefangen zu Let's Playen. Das wollte ich mir eigentlich angucken, aber ich war jetzt mal so müde, als ich es angefangen habe zu gucken, dass mich das
5 Minuten ausgenockt hat. Nicht, weil das Grotten schlecht und langweilig war, sondern einfach, weil ich fertig war. So. Also kann ich nur jedem empfehlen, Upasiron, das ist ja schon sehr geil. Der macht das schon gut. So, also ich muss hier ein bisschen, ich muss hier ein bisschen. So. Oh, Redstone müssen wir auch noch mal ein bisschen zusammenstauen. Stauchen, meine ich. So, damit wir nicht so viel Platz verbrauchen. Aber die Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Also mal Kohleblöcke machen. Hey, so. Zack. Ja, weiß nicht, ob hier so unbedingt jetzt. Gucken, wie weit wir hier kommen. Na, so, das passt ja. Dann haben wir noch ein paar über. Das ist ganz okay. Das machen wir jetzt. Das gleiche machen wir jetzt hier mit. Huch. Mit Redstone. Da waren wir auch sehr erfolgreich. So, zack. Da haben wir schöne Redstone-Blöcke am Start. So. Na, kriegen wir noch einen hin? Ich glaube, es könnte noch reichen für einen. Ja, so. Da haben wir alles. Ja, sehr gut. Da war das Essen drin, genau. Und Feuerstein. Achso, die Feuerstein haben wir in der anderen Kiste rein. Horizont, zack. Da rein und so, was ist los? Na, hast du doch noch Tablette? Ah ja, ich unterbreche mal die Aufnahme, ich habe Arbeit. Der Bengel hat ein bisschen Fieber.